Einer der besten Kämpfer in Japans Thai-Boxing-Geschichte ist Toshio Fujiwara. Er war lange Zeit japanischer Meister im Leichtgewicht. Niemand konnte ihm den Titel streitig machen, aber er gab ihn auf, um sich einer neuen Form des Kampfsports zu widmen, dem Shinkakuto-Jitsu. Erbarmungslos trainiert er Tag für Tag und ist heute bereit, jede Herausforderung anzunehmen. Seit er sich erinnern kann, träumt Fujiwara davon, den König des Muay Thai, des Nationalsports Thailands, zu schlagen. Endlich kam der lang ersehnte Tag für Fujiwara. Sein Traum, einen Titelkampf gegen den König des Rajadamnern-Stadions zu führen, wurde wahr. Dieser Kampf, er fand in Japan statt, war der erste seit 500 Jahren, der nicht in Thailand ausgetragen wurde. Für diesen historischen Kampf schickte Thailand seinen Leichtgewichtsmeister Monsawan Luk Chiang Mai. Japans Antwort auf diese Herausforderung war Toshio Fujiwara, der König des Shinkakuto-Jitsu. Die Champions beider Länder lieferten sich ein Gefecht um die Krone des Rajadamnern. Ein Gefecht mit einem überraschenden Rekord an Einzelkämpfen. Das Match zwischen dem Thai-Champion und dem Japaner ist ein brillantes Schauspiel aus Angriff und Verteidigung. Die Augen der Zuschauer kleben förmlich am Ring. Komm,
Herausforderer Fujiwara startet einige niederschmetternde Attacken gegen den etwas größeren und langarmigen Thai-Champion und sichert sich damit einen kleinen Vorsprung in der zweiten Runde. Der Kampf ist vorbei. Fujiwara geht als Sieger hervor. Sein Traum ist Wirklichkeit geworden. Er hat den Muay Thai Meisterschaftsgürtel gewonnen. Thailand hat eine Niederlage erlitten, aber es wird versuchen, seine Ehre wiederherzustellen. Ein neuer Champion wird eventuell Fujiwara herausfordern.